Moin moin Leute und willkommen zu einem neuen Warframe Video. Es ist mal wieder soweit. Ihr seht, in 10 Sekunden kommt Baro. Es ist mal wieder soweit. Es ist Freitag und es ist Baro Zeit. 2, 1, 0. Yay. Schauen wir mal, was er für uns hat. Wow, wie viele Spieler da sind. So, was hat er denn für uns? Schauen wir mal die Mods. Prime schnelles Ziehen. Super, das ist schon mal gut. Prime taktisches Laden. Jo, für gewisse Waffen sicherlich nicht schlecht. Jetzt sieht er aber Burner, die habe ich noch gar nicht übrigens. Muss ich mir den Fall noch holen. Und Prime Kontinuität, der ist natürlich super. Der ist toll. Den würde ich mir, wenn es geht, sofort holen. Was haben wir bei Aussehen? Haben wir Siegel. Ja klar, Mondjahr, genau, das war ja angekündigt, dass das kommt. Dann haben wir Hosen. Oh, sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Ich bin jetzt nicht so wirklich auf Skins und Aussehen und so. Das ist mir eigentlich im Moment noch wurscht. Ich kaufe im Moment Sachen, die ich gebrauchen kann, aber für diejenigen, die es brauchen können. So sieht das Ganze aus, eine Schulterplatten. Und die sehen gar nicht mal so schlecht aus, muss ich zugeben. Ja, vielen Dank, ne, ich habe schon genug. was hat das? Brustplatte, ach so, hier, ja. Okay, was haben wir denn? Beinplatten. Die sehen so aus, das sieht... Ja. Braucht man jetzt nicht unbedingt, finde ich. Dann haben wir einen Skin. Für Pfeile, ne? Sehen noch nice aus. Überlege ich mir noch. Gorgon Skin. Was haben wir noch? Diadem. Na gut, das sieht ein bisschen komisch aus. Ne? Wie so ein Einhorn. Würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Aber jedem das seine. Dann ein Ephemera. Ephemera. Ups, Entschuldigung, falsch gesagt. Ja, wie gesagt, ne? Ein Siegel. Und dann haben wir noch ein anderes Ephemera. Gut, ja. Waffen, das ist wahrscheinlich interessanter. Prisma Dual Cleavers. Die sind... Ja, würde ich mir wahrscheinlich holen, einfach für Mastery. Hoppala. Da bin ich zu weit. Dann haben wir noch Verschiedenes. Was haben wir denn da? 1 Million Credits. Aha. Podest Prime. Sieht dann so aus, ne? Kapazitätskosten ist wahrscheinlich so eine Statue, einfach für eure Orbiter ein bisschen auszustatten. Dann haben wir noch Farben. Eine Farbpalette. Skimitar Skin. Sieht noch cool aus. Dann haben wir 3 Tage Booster. 3 Tage Booster 350. Puh. Bisschen viel. Genmaskierung. Ob man das jetzt braucht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jedem das seine. Eine Karte. Ist wahrscheinlich auch... Ja, ist auch für den Orbiter. Ein anderes Bild. Würde ich wahrscheinlich so hinmachen. Sieht besser aus. Nein. Kein Scheiß. So, Dekoration. Basiliskjäger. Okay, das sieht cool aus. Das hole ich mir vielleicht. Und danach natürlich wie jedes Mal noch die Sande des Inaros Blaupause, wo ihr den Inaros holen könnt. Jo, so sieht's aus. Für diesen Freitag, für dieses Mal. Jo, bin jetzt nicht sonderlich angetan von dem Angebot, bis auf die Waffen und Prime Kontinuität. Den hole ich mir einfach mal, dass ich ihn habe, aber ja, den hier werde ich wahrscheinlich noch einmal holen, um ihn dann schlussendlich zu verkaufen oder wenn ein Freund ihn braucht, dass ich ihn
wenigstens noch einen in Reserve habe. So, mal raus aus diesem Getümmel hier, viel zu viel. So, ja, wie sieht's bei euch aus? Holt ihr euch was bei Baro? Oder sagt ihr, nö, ist jetzt nicht so meins, ich lasse es für dieses Mal sein und spare mir die Dukaten fürs nächste Mal. Würde mich brennend interessieren. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Okay, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.